SWN. So, hallo, liebe SWN-Freunde. Heute bin ich ja vor der Kamera zum zweiten Teil meiner Lebensgeschichte für mein Buch. Ja, einfach mal ein bisschen was euch zu erzählen. Letztes Mal sind wir ja gekommen bis zu meiner Schulzeit in Coxheim, die eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn ich so betrachte, sehr lustig war. In der Zeit, wo ich sie erlebt habe, empfand ich sie nicht allzu lustig. Ich hatte also einen Lehrer, der mich also, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, gemobbt hat, der mich überhaupt nicht ausstehen konnte. Ich ihn aber übrigens auch nicht. Also das war, heute würde ich sagen, Arschloch. Damals Respektsperson. Aber wie gesagt, ich konnte ihn also auch nicht ausstehen. Es war also eine Liebe auf Gegenseitigkeit. Und wenn ich heute so betrachte, was dieser Mensch mir eigentlich auch angetan hat in meinem beruflichen Werdegang, in meinem Lebenswerdegang, muss ich sagen, ja, besser wäre nicht geboren worden. Aber gut, es soll ja nicht nachtragen sein, er ist ja schon so viele Jahre tot auch. Und er hat wahrscheinlich auch durch den Krieg sehr viel gelitten. Ich weiß nicht, ob was für Seite er gestanden war, hat ja manchmal Kriegsgeschichten losgelassen, aber ich konnte es als Kind nicht erfassen. Und ich weiß nur eins, dass er hat sehr viel getrunken, hatte kein Fanta. Er hat also schon knackige Sachen getrunken und die hat er immer hinter der Tafel versteckt. Und wir haben als Kinder immer mitbekommen, wenn er also die Tafel immer aufgeschlagen hat, die beiden Flügel, und ist hinter dem einen Flügel verschwunden. Und dann wusste man, es ist wieder mal so weit, er muss sich wieder mal die Kante geben. Aber er war immer ein bekannter Mann und war auch hat auch die Orgel gespielt und war schon eine Persönlichkeit, die also schon bekannt war. Deswegen möchte ich da nicht groß weiter ausholen. Er hat bestimmt viele Kinder gehabt, die er gern gemocht hat und die er auch weitergebracht hat. Aber ich war halt das schwarze Schaf. Und es lag vielleicht auch daran, dass ich nicht die große Lobby hatte in mir. Meine Eltern waren halt keine Ärzte, waren keine Direktoren. Es waren halt ganz normale Leute so. Ganz normale Leute, ja. Und was will man machen als Kind? Man hat als Kind halt keine Chance, gell? Man muss also das nehmen, so wie es ist. Und ich kann mich also an Sachen erinnern, wie wir hatten also so Bäckerkinder. Die waren natürlich auch von der Lebensstufe, von der, wie sagt man in Indien, von der Kaste etwas höher. Und mal zur Geschichte jetzt zu kommen, bei uns in der Nähe war also so ein Lassie, damals war ja diese Lassie-Zeit. Und da war so ein Collie, so ein Lassie-Hund, der hat also, ist da immer rumgelaufen. Und es war so ein richtiger, freundlicher Hund in so einem Garten. Und immer wenn wir nach der Schule vorbeigegangen sind, da sind mir Kinder natürlich hingegangen und haben diesen Hund gestreichelt. Und der war ja so lieb, ne, so. Na, und er ist ihm hergekommen, wo ich ihn gerufen habe, und hat also sich streicheln lassen. Und diese anderen Kinder, es waren eigentlich zwei, die sind immer hergekommen, haben den Hund getreten und haben ihn also von mir weggejagt, weil sie nicht wollten, dass er mit mir zusammen ist. Und haben mir da meine Büchertasche runtergezogen, dass ich umgefallen bin. Und waren ja auch ein Jahr oder zwei Jahre älter wie ich. Und haben mir also richtig Druck gemacht. Ich bin dann heim zu meinem Vater, hab das dem mal erzählt. Und da hat mein Vater gesagt, Mensch, ist doch Winter, du hast doch Skischuhe an. Tret mir doch mal auf dem Schienbein drauf. Hab ich gedacht, wenn der Vater das sagt, ja. Und dann am nächsten Tag war es halt wieder so weit. Wir sind ja früher als Kinder mit Skischuhen in die Schule gegangen, warum auch immer. Damals war das modern. Wir haben da Skischuhe angehabt. Und dann war ja noch mehr Schnee wie heute. Und dann sind wir also in die Schule gegangen und auf dem Heimweg natürlich wieder der Kuli ist natürlich wieder im Garten rauf und runter gerannt. Und wie ich ihn gerufen habe, ist er gekommen. Ich habe mich gefreut, ich habe dir ein Stückle Wurst gegeben. Und ich habe extra ihm geklaut aus dem Kühlschrank, habe dir ein Stückle Wurst gegeben. Und dann sind diese anderen beiden dann wieder gekommen. Und haben wieder das gleiche System gemacht, wie sonst auch immer. Haben den Hund gerufen, haben da getreten, haben da weggetan, mich haben sie mit Lineal geschlagen. Und ich habe mich an die Worte meines Vaters erinnert und habe ausgeholt und aufs Schienbein gedreht von dem Großen, der ja zwei Jahre älter war wie ich, also zwei Stufen höher in der Schule war, und habe so richtig zugetreten. Das hätte ich nicht machen sollen. Weil
Da hat es nichts weggesteckt, so einfach, wie ich das gedacht hatte, wie mein Vater das gedacht hat. Der ist nämlich umgefallen und hat geschrien, was die ganze Straße zusammengeschrien. Gegenüber war so ein kleiner Friseurladen, da sind die Leute rausgekommen. Ich habe einen Schreck bekommen und habe die Kurve gekratzt, bin heimgegangen und ich war fix und alle, weil ich konnte selber nicht fassen, dass das so eine Auswirkung hatte. Und aber ich sage euch, danach war ich bei dem Lehrer nicht mehr anwesend. Der hat mich dann nicht mehr gekannt. Ich war für den Luft durchsichtig, weil das waren ja, wie gesagt, in der Kaste etwas höher gestanden wie ich. Und ich habe das dann meinem Vater erzählt. Die Leute sind natürlich auch zu meinem Vater gekommen, haben sich natürlich beschwert. Ist doch ganz klar, warum ich sowas mache. Und mein Vater hat sich da gar nicht ausgelassen. Und ich habe dann gefragt, was haben die Leute gewollt. Und war für was ausgegangen. War das auch nur über. War schon in Ordnung. Hast du richtig gemacht. Heute, wenn ich das dann nachher überlege, war mein Filius oder so, hätte ich dann doch mal ein Wörtchen geredet. Ich hätte ihm gar keinen Ratschlag gegeben, da zuzutreten. Aber gut, es war eine Geschichte aus der Schule. Dann kam die Zeit, da kam nach Goxheim der erste Ausländer. Ja, wir hatten in Goxheim den ersten Ausländer. Ich habe den noch erlebt. Der erste, also nicht die Nordrhein-Westfalen oder so, oder die, wo da, die waren ja früher Ausländer in Bayern. Weil wenn du von Ausländern gesprochen hast, dann waren das keine Italiener oder so, sondern das waren die Preußen. Aber gut, damals war also echt der richtige Ausländer da. Das waren Italiener, der Luciano. Und die ganze Klasse war also der Meinung, Italiener können nicht nach Goxheim. Das sind Spaghettifresser, hat es geheißen. Und da haben die sich zusammengerottet und eine Person musste diesen Luciano, und das war natürlich die größte und breiteste und wichtigste Person, die musste diesen Luciano nach der Schule mal verprügeln, damit er gewusst hat, wo es lang geht. Und ich sage euch, mir hat er so leid getan, weil der Italiener, es war wirklich ein kleiner Italiener, aber von der Figur so schmächtig und schon so einer Person gegenüber. Und dass ich mich aufgeregt habe, hab mich also aufgeblasen und bin also auch dazwischen gegangen. Und das geht auch nicht. Und habe dann gemerkt, dass dieser Luciano eigentlich ein ganz netter Kerl war. Gell? Und ich wurde dann auch eingeladen bei denen zu Hause. Wir haben dann mal Spaghetti Adende gegessen. Und die haben in so einem kleinen Haus gewohnt. Da war früher mal in der Hindenburgstraße am Anfang war so ein kleiner Schreibwarenladen. Gegenüber war der Käser, da an der Ecke, Schweinfurterstraße, war der Käser. Und da an der Ecke, nach dem Schreibwarenladen, waren so baufällige Bruchbuden. Und da waren die untergebracht, die Familie. War übrigens eine ganz nette Familie. Aber ab dem Tag, wo ich mich dazwischen reingestellt habe, da war ich natürlich in der Klasse unten durch. Weil das durfte ich ja nicht. Ich durfte mich ja nicht noch gegen meine Schulkameraden und Kameradinnen stellen. Und das habe ich natürlich getan und dann war es natürlich total vorbei. Mit Freundschaften und was Gott was alles. Also Einsamkeit, zweiter Teil. Und Luciano ist dann irgendwann weggezogen. Ich weiß nicht wohin. Ich habe mir den Kontakt verloren. Ich weiß es nicht, was mit dem passiert ist. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, irgendwas noch im Kopf zu haben, was mit ihm passiert ist. Auf jeden Fall war der irgendwann verschwunden. Aber der Hass, die Abneigung, das Mobbing, das war immer noch da. Mobbing gegen mich. Ich kann mich auch an einen Fall erinnern in der Schule. Ich hatte so ein Fahrrad, ich habe letztens schon erzählt, ich habe alle Fahrräder habe ich ja kaputt gemacht. Und ich hatte aber dann trotzdem immer wieder mal ein Fahrrad bekommen. Und da hatte ich wieder mal ein neues Fahrrad, so ein schönes, grünes, blödes Fahrrad. Hat echt scheiße ausgeschaltet, das Ding. Und mit dem Fahrrad war ich im Pausenhof. Und die Schule war aus. Ich bin im Pausenhof runter, habe mir auch mein neues Fahrrad gesetzt. Und man muss sich mal vorstellen, damals war ja in Goxheim noch nicht so viel Verkehr. Da ist die Götzstadter Straße raus oder die Schweinfurter Straße. Wir waren übrigens zwei getrennte Schulen, eine evangelische, eine katholische. Ich war damals in der katholischen Schule. Die katholische Schule war so ein altes Gebäude und da war so ein Hof und da konnten wir zum Hof auf die Götzstadter Straße rausfahren. Alle Kinder sind natürlich nach der Schule aus dem Hofeingang rausgestürmt, mit oder ohne Fahrrad, weil es war ja Ende, Schulende und wir haben uns gefreut wie die Glöss. Und dann sind wir
ich natürlich auf meinem Fahrrad und fahre raus wie eine gesenkte Sau. Ne? Und wer kommt da gerade an der Einfahrt vor dem Hof vorbei? Unser Bürgermeister, der Herr Kess. Das war so einfach. Hat immer so einen Hoferler gefahren und dann ist er da vorbeigefahren. Und ich sage euch, ich konnte halt nicht so schnell bremsen, wie ich den gesehen habe. Der ist da vorbeigefahren mit seinem Hofer und ich habe es nicht gewollt, echt nicht. Ich habe es nicht gewollt, aber ich habe ihn erwischt. Und bin dann voll in die Seite reingefahren, der ist also von seinem Mofa runtergekullert. Und das war dann der nächste Grund für meinen Oberlehrer zu sagen, schmeiß raus, raus, will ich nicht mehr sehen, nicht mehr durchsichtig, jetzt bist du weg. Und wie kann man denn den Bürgermeister zusammenfahren? Na, und der ist ja so schon so schwer, da kommt du auf dem Moped ja gar nicht mehr rauf. Und wenn du den zusammenfährst, dann... Ich war also ein unmögliches Kind, ne? Fahr auch noch den Bürgermeister zusammen. Naja, das war also die Schulzeit, ne? So, wie willst du da was wäre in der Schule, ne? Wenn du solche Sachen ausstellst. Aber ich hatte halt immer das unheimliche Glück, dass immer mir das passiert ist, ne? Wenn dann irgendwelche Sportfeste waren, es wurde immer ausgewählt, wer zu welcher Gruppe gehört. Ich war immer die letzte Person, wo da gestanden war, mich wohl keiner ab. Das ist ja so wie heute noch, heute will mich auch keiner. Aber anderes Thema, ne? Ja. Aber das war also die Schulzeit. Und ich war also froh, wie wir damals von Goxheim weggezogen sind, weil wenn ich von Goxheim nicht weggezogen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute irgendjemand, der unter der Brücke pennt, weil ich wäre auf keinen grünen Zweig mehr gekommen in Goxheim. Ich war geächtet. Ich war fertig. Ich habe die obere Kaste angegriffen. Ich war fertig. Und dann hatte ich noch damals so einen Freund, der hatte noch die gute Idee gehabt und hat also am Weihnachtsbaum vor der katholischen Kirche ein Birnchenlogger gemacht. Da ist am Heiligen Abend der ganze Weihnachtsbaum ausgefallen. Das hat uns auch noch der Pfarrer übel genommen. Also ich war undurch, das war Schluss. Wir konnten also nur noch eins mal von Goxheim wegziehen. Und das haben wir dann auch getan. Aber das kommt im nächsten Film. Ja. Ich habe auch sehr viele, ich bin auch sehr früh schon mit Leben und Tod in Berührung gekommen. Wir hatten bei uns im Pfarrhof, da war so eine Waschküche und da hat meine Mutter immer gewaschen drin. Und wenn wir heimgekommen sind, das ganze Waschhaus hat gedampft, dann habe ich gewusst, dass meine Mutter ist am Waschen. Weil früher haben die ja noch wirklich mit viel Dampf die Wäsche gekocht und dann hat es so eine Schleuder gegeben, da habe ich mich immer draufgesetzt, da hat sie immer so gerüttelt und haben die versucht festzuhalten als Kinder. Aber die Schleuder ist mit uns durch das ganze Waschhaus gerabbelt und da hat meine Mutter gewaschen. Und da kann ich mich noch gut erinnern, bin ich eines Tages mal heimgekommen und da war wieder mal großer Waschtag. Und meine Mutter hat mich geschimpft, genau aus, dahinter, das ist, na, und verschwinden, ich habe Arbeit. Na. Und dann bin ich raus, habe mein Fahrrad abgestellt. Und da war so unser Fahrradabstellraum, war so ein ganz dunkler Raum, ohne Licht. Das war so ein Kühlraum, weil früher war das eine Brauerei, dieses Pfarrhaus war früher eine Brauerei mit Keller für Fässer und so. Und das war so ein dunkler Kühlraum, da waren unsere Fahrräder drin gestanden. Und ich laufe da rein und sehe natürlich nichts. Und wir mussten unsere Räder auch immer da reinschieben, weil der Fahrer sonst geschimpft hat, wenn die im Hof rumgestanden waren. Hab das da reingefahren, das Fahrrad, und fliehe ich voll aufs Gesicht. Da war irgendwas am Boden gelegen. Denke, was ist denn da los? Ne? Und dann lang ich so rüber, was da liegt, und dann lang ich den Herrn Meierhöfer im Gesicht. Und bin dann also tot erschrocken und bin dann meine Mutter gerannt. Und da hat sich herausgestellt, der alte, ältere Herr mit seinem Fahrrad, hat sein Fahrrad in den Raum geschoben und hat einen Herzschlag bekommen und ist da verstorben. Das war mein erster Kontakt mit einer toten Person. Mein zweiter Kontakt war also dann, wir waren in Gößwandstein unterwegs mit den Eltern und vor uns laufen also Südländer. Die haben sich also, ich weiß es nicht mal, ob sie Italiener waren oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben die sich mal so gestritten und haben diskutiert und sind vielleicht so 3-4 Meter vor uns gelaufen. Und auf einmal zieht einer ein Messer und sticht den anderen voll im Rücken rein. Der ist umgefallen, war auf der Stelle tot. Das war also mein zweites Erlebnis mit dem Tod, mit dem Leben und dem Tod. Und ich denke, das hat mich vielleicht auch ein bisschen geprägt. Ich bin schon ganz schön erschrocken. Das waren schon Erlebnisse, wo ich nicht so einfach weggesteckt habe. Und man sieht ja, ich denke ja heute auch noch daran. Also, war nicht so lustig. Ja, so war also meine Schulzeit.
Die Schulzeit 2 war dann eigentlich in Rödlein drüben und war dann wesentlich besser. Ich hatte also einen sehr verständnisvollen Lehrer und einen Lehrer, der mich also auch ermuntert hat, wieder etwas zu tun, weil ich habe mich eigentlich mit dem Lernen sehr leicht getan und in Goxam habe ich ja die Schule dann, wie gesagt, verweigert. Ich habe dann auch keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ich habe dann die Schule total verweigert. Habe aber natürlich immer sehr wissensbegierig. Hätte gerne alles gewusst und hätte gerne mitgeredet. Aber ich durfte ja nicht mehr. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Lehrer mal gefragt, warum wachsen die Äpfel am Boden und die Äpfel am Baum und die Radieschen im Boden? Guckt er mich an, da sagt er, weil es so ist. Das war die Antwort. Aber ich hätte noch viel mehr erfahren, weil ich war sehr wissbegierig. Gerade Geschichte und so hat mir das sehr angetan. Aber leider, ja, ich war ja dann Luft. Ich durfte, auch wenn ich mich gemeldet habe, bin ich nicht mehr zu Wort gekommen. So war das. Goxheim. Nachmittag, ich hatte ja keine Freunde, ich hatte ja niemanden, mit dem ich gehen konnte. Da habe ich halt immer die Geschwister mit dem Kinderwagen in der Gegend durch Goxheim geschoben oder bin Fahrrad gefahren oder Rollschuhe und habe den Tag so rumgebracht oder DDR-Fernsehen geguckt, wie ich schon mal gesagt habe. Das waren also so meine Erlebnisse aus Goxheim. Und ja, ich denke, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen über meine Kindheit, über meine Schulzeit. Als Goxheim. Gefreut haben mich natürlich in Goxheim immer, wenn Kirchweih war, wenn Erntedankfest war. Das waren so die Highlights. Da ist man natürlich als richtige Goxheimer, ist man natürlich da hingegangen. Da haben wir immer Eis gekriegt beim Käser. Und das waren immer schon die schönen Zeiten. Da durften wir als Kind schon immer Samstag hingegangen und geguckt, wie der Baum aufgestellt wird. Und haben dann immer die Flachenburschen und Erntedankfest dann die alles beobachtet, genau wie das gegangen ist. Was in Goxheim natürlich sehr komisch war. Ich habe zum Beispiel als katholisches Kind niemals Kontakt gehabt zu evangelischen Kindern. Wir durften also nur immer mit Katholen spielen. Oder war einfach so, weil die hast du einfach nur gekannt. Die Evangelien hast du ja gar nicht gekannt. Die waren ja ganz andere Welten. Die hatten ja auch eine nagelneue, wunderschöne Schule. Wir hatten ja einen alten Bunker, wo wir drin waren. Also, ja, so war diese Zeit. Jetzt muss ich mal... Ich weiß nicht, wer hätte euch damit gelangweilt haben. Ne? Das waren also so, das war nicht so interessant wie vielleicht das letzte Mal. Heute war es mehr so die Schulzeit und vielleicht die ersten Erlebnisse mit dem Tod. Die erste Begegnung mit dem Tod. Aber ich möchte euch nicht langweilen und machen wir das mal heute Schluss mit dem zweiten Teil. Und vielleicht wollt ihr den dritten Teil noch sehen. Nächsten Monat. Mal schauen. Da geht es dann weiter in Rödlein. Und dann bin ich natürlich schon wesentlich älter. Ich komme dann schon in die Pubertät rein. Und da habe ich auch jede Menge erlebt. Und ja, vielleicht interessiert es euch. Dann schaltet ein bei SWN TV.